So, das heißt, ich kämpfe mich jetzt da durch. Wieder mit dem Pult. Speer. Attentäter. Das war noch gar nichts. Ich sollte vielleicht mal hier Reparo da rausnehmen. Ne, die Pulso brauche ich, ja. Für eine Attentäterin. Auf die Knie. Da ist eine Attentäterin. Das heißt, ich kann nicht töten. Ich habe jeden reisenden Händler überfallen, der hier vorbeikam. Erstmal das hier. Rebellion. Sind die da drin? Rebellion. Aber es fehlen ganz offensichtlich immer noch welche. Ah, da oben. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. So. Akir. Ich werde hier auf jeden Fall noch. Oh, was ist das denn? Okay. Ja. So, jetzt will ich mal kurz was gucken. Schwarze Magier. Okay, das sieht doch tatsächlich gar nicht schlecht aus. Das haben wir ja fast. Und dann kommt noch mal schwarze Magier. Die haben wir fast fertig. Mhm. 32 Duellleistung. Okay, also ich glaube, es schadet definitiv nicht, hier die ganzen Bösewichte zu besiegen. Und vielleicht kriegen wir hier noch ein paar Duellleistungen. Die unbeschwerte Zeit ist verbracht. Na genug.
Revelio. Da haben wir noch ein paar Spinnen. Ach, hier. Nein, falscher Knopf. So. Muss ich ja von oben rein. Ah, die Landeplattform habe ich schon entdeckt. Stimmt, die muss ich auch noch finden. Okay, ich lasse dich brennen. Moment. Einen brennenden Gegner mit Depulso in einen anderen. Nein, was machst du denn da? Ja, geh mal entspannt die Leiter runter. So. Ich lass dich brennen. Depulso. Ah, du brennst nicht mehr. Komm, trinken! So. Impulso! Ach, okay. Beine sind einfach zu viel. Das hat nicht so hingehauen, wie ich es gern hätte. Nein, runter. Revelio. Dann haben wir hier noch eine Truhe. Lass mich sofort da durch. Und einen weißen Umhang. Okay. Revelio. Okay, okay. Was steht als nächstes an? Das hier. Ah, das hier da mit den Schmetterlingen. Und da vorne sehe ich doch was auf dem Stein liegen. Das möchte ich doch selbstverständlich auch mitnehmen. Jetzt brauche ich wieder. Jetzt brauche ich wieder. Das hier. So. Lumos. Einmal Schmetterlinge. Revelio. Zweimal Schmetterlinge. Und eine Truhe. Lumos. Und da hinten nochmal. Lumos. Kommt mit. So. Geh ich mal dahin. Hier ist auch irgendwo diese Handbuchseite, theoretisch. Impulso! Revelio! Impulso!
Breville. Gepulso. Nein, drück doch nicht immer die falschen Knöpfe. Mensch. Mit den Straßenkötern war ich fertig, oder? Breville. Ich muss irgendwie da runterkommen. Ah, hier ist, glaube ich, die Handbuchseite, schätze ich mal. Knopf. Nein! Spitzendeckchen. Den Anwohnern zufolge wurde dieses Deckchen einem geliebten Hauselfen überlassen, der davon träumte, es eines Tages zu tragen. Es ist sein Grab, oh nein. Der arme Kerl. Ist das da vorne der Eingang? Hä, wie komme ich denn da unten hin? Revelio. Ist irgendwas mit dem Haus hier zu tun? Ich mach mal ein Kam. Mensch. Ach Mensch. Okay, aber besser spät als nie, sage ich immer. Was haben wir denn? Rebellion. Hier. Muss ich das irgendwie da darüber fliegen lassen? Vengatio Leviosa! Ich sehe nix. Ja. Und jetzt? Und dann muss ich ihn hier anzünden. Man muss ihn erst anzünden und dann darüber heben. Jetzt krieg ich seinen Türchen nicht mehr drüber, ne? Oh nein! So, es brennt schon mal. Also, war auch gar kein Problem. Was haben wir denn jetzt hier? Okay. Hat sich ja gelohnt. Naja, egal, aber wir haben es gelöst. Das war ein cooles Rätsel, muss ich sagen. Interessant. Gehen wir mal raus. Gehen wir mal raus. Ja. Was haben wir hier denn jetzt noch? Noch ein Merlin-Rätsel. Noch ein Schatzgewölbe. Es lichtet sich langsam. Ich gehe erstmal zum Schatzgewölbe. So, das ist jetzt ein Gebiet, bei dem ich schon alles abgesahnt habe. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Aber zum Glück kriegen wir sie auf der Map angezeigt. Da geht es dann, sollte das hoffentlich relativ schnell gehen. Ah ja,
Ich habe da schon eine Vermutung. Komm, trink! Ah ja. Engadium Leviosa! Und jetzt? Leviosa! Und rein da. Und da haben wir auch schon Gegner hier unten. Rebellion. Confringo. Rebellion. Okay, die greifen schon an, wenn die Tür aufgeht. Rebellion. Hat mir jetzt Rebellion wirklich an, was zu bestimmen sind? Okay, Rebellion macht das Rätsel hier ziemlich einfach. Rebellion. Ja, komm, machen wir doch für einen Spaß. Mach das andere Ding auf. So, haben wir noch eine Spinne. Wir müssen ja eh noch welche töten. So, okay, dann sollten wir das hier auch erledigt haben. Und weiter geht's. Als nächstes steht, glaube ich, ein Merlin-Rätsel an. Ich mach mal die Luftballons da vorne weg. Wenn ich die schon mal sehe, will ich es auch machen. Weil die kriegt man tatsächlich nicht. Oh, da ist eine Flohflamme. Was haben Sie jetzt vor? Hä, wer seid denn ihr? Was ist? Was haben Sie? Kobolde, das ist los. Renrocks Bande. Gemeine Kreaturen. Sie haben mich überfallen. Nichts ist mir sicher. Ich brauche etwas, das mich beschützt, wenn ich Ihnen wieder begegne. Ein Maxima-Trank, der würde helfen. Ich habe keinen. Vielleicht versuchen Sie... Damit die Erschwinderinnen mich erpressen? Nein, danke. Wenn Sie mir nicht helfen, muss ich es drauf ankommen lassen, oder? Okay. Wie soll ich Renrocks Leute meiden? Was wollte der in Maxima-Trank? Naja gut, den können wir dem ja bringen. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich bin Sumpf am Südmeer. Ich bin schon wieder ganz woanders. Nein. Ich will jetzt nicht wieder in ein neues Gebiet reinstolpern. Dein Leben ist so gut wie vorbei. Ja, ist es das? Was war das? Wo seid das ihr denn? Wehe, wenn das ein Trick ist. Wilderer Animagus. Beim Wirken von Reduktor. Reduktor. Metropol, so. Bei den Drachenkämpfen zu wetten, war meine bisher beste Entscheidung. Was? Ein Animagus, das heißt, den kann ich jetzt ganz normal töten. Idioto! Getrunken! Bist du ein Animagus? Confringo! Ah,
Ups. Uhrensuche. Geh mal weg. Ich hab hier keinen Animagus. So, ich habe schwarze Magier besiegt. Das heißt, ich kann hier eine neue Challenge abholen. Nein, falsch. Hier. Jetzt noch 100 davon, dann ist es erledigt. Okay, bei den meisten bin ich schon beim letzten. Spinnen fehlen noch ein paar. Ich würde die Tiere ja gern befreien. War ich hier schon mal? Die Truhe ist offen. Ich glaube, ich war hier schon mal. Okay. So. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Da ist ein Animagus. Jetzt aber. Wollen wir ein bisschen fangen? Ist er erledigt? Ah, warte mal, ich brauch Depulsor. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Ja, in ihren Käfig, weil ich sie nicht befreien kann. Mensch. Yay. Okay. Machen wir dieses Rätsel Merlins mal fertig. Ah, da muss ich Reparo benutzen. Reparo. Rebellion. Reparo. Rebellion. Reparo. Dann das erledigt. Erledigt. So, wo bin ich jetzt? Mit dem kann ich nichts anfangen. Gehört das hier noch dazu, ja. Machen wir das hier noch. Ich benutze die Flohflamme hier, da habe ich einen kürzeren Weg.
So. Boah, ich habe wirklich Angst, dass ich jetzt gleich bei so einem Merlin-Rätsel bin. Nur um dann gesagt zu kriegen, ich habe kein Malvenkraut mehr. Da sind Spinnen. Ah, da musst du da ein bisschen rumhüpfen. Das sind so die einfachsten, glaube ich. Vor allem kannst du einfach mit Besen drauf. Oder? Ich kann das sogar abfliegen. Ich muss da noch nicht mal physisch drauf. Warte mal. Hier auch? Ja. Okay, es wird ja immer einfacher. Dann haben wir noch das hier. Erstmal die Flohflamme hier. Oh, ein Koboldlager. Fast alle in meiner Familie haben mal in den Minen geschuftet. Moment, Petrificus Totalus. Stopp, lande mal. Was ist denn das nochmal? Hab ich das überhaupt schon? Mächtig genug, um die meisten Gegner dauerhaft zu blockieren. Gefährliche Gegner erleiden weniger Schaden und befreien sich anstelle von der Weg. Ah! Wieso weiß ich davon nichts? Okay, das probieren wir doch jetzt mal aus. Da unten sind welche. Ich will jetzt eigentlich gar nicht groß gegen die kämpfen. Erinnert mich an damals, als ich in Gringotts fast aus einem Wagen gefallen bin. Heute würde ich nicht mehr rausfallen. Ich passe da gar nicht rein. Du wirst bereuen, hier zu sein. Protego! Lass mich runter! Sofort! Ist das schon das nächste Gebiet? Nee, das gehört hier noch dazu. Aber wenn das jetzt doch so was Größeres ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gucken wir uns das beim nächsten Mal an. Ich muss jetzt für heute mal wieder aufhören. Es macht echt Laune, so die ganzen Aufgaben abzuarbeiten. Vor allem fühlt sich das auch mega nach Fortschritt an, auch wenn es jetzt keine, nicht zwangsläufig so eine riesen Herausforderung ist teilweise. Aber ich glaube, wenn man das früher macht und nicht so spät wie ich jetzt, ist es, glaube ich, eine deutlich größere Herausforderung. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal dieses Koboldlager
auseinandernehmen, das Merlin-Rätsel und die Flohflamme, und dann gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Und ihr könnt mir gerne immer noch sagen, was die Voraussetzung ist für diese Statuen. Weil ihr habt es gesehen, ich konnte sie nicht benutzen oder einsammeln oder damit interagieren. Irgendwas muss ich doch dafür machen, 100 Pro. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, das würde mir extrem helfen. Und für heute verabschiede ich mich jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hogwarts Legacy sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung und wie gesagt, eure Hilfe in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.